Display hier bei dieser Erdmauer. 2019. Und meine Damen und Herren, es geht schon einiges verloren hier, also nicht nur an Geschwindigkeit, sondern auch an Gegenständen und Personen. Wenn ihr es wiederfinden wollt, wir haben hier einen großen Lost and Found. Ja, wir schauen die Zeit zurück ins Jahr 1947, wo diese Bristol Cyclone Airflug hatte. Und niemand geringer als Siegfried Lecky-Schwarz ist am Steuer. Über 11.000 Stunden hat er schon gesammelt. Pilot seit 1929 und den 39 ausgestattet. Und diese 39 sind auch im Anschluss beim breiten Jet-Team. Das erste Trainingstaffel ist in Prešov mit einer ersten Staffel zum Training, mit einer zweiten Transportstaffel ausgestattet, auch auf dieser Bohrhöfe. Ja, besitzt sie die Flying Bulls 2 stationiert in Salzburg. Über Heimatstützpunkt und 2 Seiten in Los Angeles. Das ist gesinkt, oder? Und der Rotorkopf starr. Ansonsten ist es unmöglich, mit einem Helikopter so zu fliegen. Ja, unglaublich, was hier geleistet wird. Ja, also ist quasi die Balance auf 2 Kugeln übereinander zu halten. Das ist ein sehr schwieriges Manöver. Ich weiß auch, Flo, du bist ja ein bekannter Wellenreiter, du bist für Balance bekannt und hast Gefühl auf der Welle. Also auch hier würdest du natürlich eine tadellose Figur abliefern. Vielleicht heute noch nicht ganz sofort in der Praxis umsetzbar, und darum bewundere ich Rainer Wilke umso mehr. Aber morgen verhalten wir noch einmal die Chance mit dir am Steuer, Flo. Das ist schon unglaublich. Unglaubliche Manöver, die wir ausführen. Das sind 3-dimensionale Manöver, wo er den Pitch mit der linken Hand steuert. Can you experience, can you imagine, ladies and gentlemen, to be in the back seat of our Ansoff?
der Su 22. Und jawohl! Er ist der Bremsschirm. Er gibt alles. Er gibt sogar den finalen Effekt hier frei. Kapitän Krzysztof Krzyzewski und Kapitän Fabian. Jagdpilotentraining der Piloten und war bis 1932 im Einsatz. Das kennt Kinder.